So, eben schnell die Boxen ausgetauscht. Jetzt sind wir bei der Umei-Box. Ich werde auch heute nicht ganz so viel in mich reinkauen, fürchte ich, weil es geht. Das kriege ich irgendwann nochmal. Entschuldigung. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Ich habe eben das von der Nihon-Box auf der Umei-Box stehen gehabt. Also die Boxen getauscht und die eine ist deutlich. Oh Gott! Ich größer als die andere. Ihr seht es auch, ne? Es ist auch so voller Weihnachten. Oh. Oh Gott, das ist so Christmas Party. Ja, oh Gott. Siehst du, es ist ja herrlich. Oh Gott, es ist wieder sehr viel komisches Zeug bei. Diese Yakisoba-Dinger da drin, die machen mir immer so ein bisschen Angst, ne? Oh Gott, was ist alles wieder alles gibt hier? Merry Christmas, es steht überall meine Christmas drauf. Ich bin total begeistert. Ich liebe Weihnachten, ich bin gerade voll drin. Shimi Choco Corn White. Okay, das sind, ja, die sehen wie Sterne aus, was man da oben sehr gut sehen kann. Und ich glaube, das sind so Chips mit Schokolade überzogen. Christmas Edition. Okay, sehr hübsch und sehr lecker. Das mache ich jetzt auf. Ich traue mich eigentlich gerne. Ich habe mir nämlich jetzt vorgenommen, nur die kleinen Sachen so ein bisschen aufzumachen. Was wie das hier zum Beispiel. Das sieht auch nach Schokolade aus, oder was sagt ihr? Das sieht aus wie Schokolade. Was ist dieses Umai-Schokolade? Nee. Umaitama Calcium. Umaitama, okay. Das sind so Cream Puffs, steht. Oh Gott. Und also es ist knusprig und innen drin Schokolade. Nein. Es ist knusprig und innen drin. Die sehen ja. Okay, Schublad kaputt. So knusprig ist das. Ich habe da gerade reingedrückt. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus. Da habe ich reingedrückt. Kamera, würdest du, please? Wenn ich dir das direkt vor die Nase halte, kannst du gar nicht anders, als darauf zu fokussieren. Braves Ding. Man sieht da Schokolade drin. Weißt du jetzt mal rein? Meine Kamera fokussiert sich bestimmt gleich neu oder auch nicht. Entschuldigung. Passiert mir öfter. Ich habe nicht so die mega Kamera. Ist lecker. Aber es ist nicht so knusprig, wie ich gedacht habe. Also, er hat ein bisschen einen Windbeutel. Falls ihn einer kennt. Oh Gott, das sieht aus wie sehr viel Fluff. Das sieht ein bisschen aus wie Zuckerwatte. Was ist das? Moment, das sieht aus wie Zuckerwatte, ohne Scheiß. Das gibt es nur im Winter. Es ist eine Ramune-Geschmack, also so ein knuspriger, knusprig vor allen Dingen. Mit Kohlensäure halt. Kohlensäurehaltiges Getränk aus Japan, das in meinem Mund wie Schnee schmelzen soll. Achso, Watte bedeutet Baumwolle oder das Material darin ist sehr plüschig. Und deswegen haben sie das so genannt. Das sieht aus wie. Oh Gott. Oh. Ich krieg davon. Oh, kennt ihr das, wenn ihr. Fingernägel auf Kreide. Ach, es riecht. Es riecht extrem geil. Ich habe ja mal so ein Stück von abgezupft. Wie Zuckerwatte. Oh, extrem lecker. Oh, schmeckt wie Kaugummi. Aber das darunter zu zupfen ist, ich kann das immer nicht. Für einige sind es diese Finger auf der Tafel, dieses Quietschen, was die absolut nicht abkönnen. Und ich kann so dieses, ja, ich sag mal so wie Filz, dieses Quietschen von Stoff. Und das quietscht, oh, so lecker, schmeckt voll nach Kaugummi. Ich sortiere das mal eben rechts, lecker, links weiß ich noch nicht. Ich hab mich offen.
Wie umgekehrt. Was ist das? Das sieht auch sehr lustig aus. Moment, da hatten wir eine größere Seite zu. Ich muss hier ja auch immer in mein kleines schlaues Buch gucken, sonst weiß ich nämlich auch nicht, was hier was ist. Nerune. Ach, ein Do-It-Yourself-Kit. Aber es ist so bekannt, dass jeder in Japan es kennt. Hergestellt 1986, oder hergestellt, das klingt blöd, aber erfunden 1986. Okay, das erinnert an einen mysteriösen Fußballer und der Fußball, der die Farbe wechselte. Okay, was muss ich denn damit machen? Ach, das gibt's sogar ein Tutorial zu. Da gibt's ein Tutorial zu, ohne Scheiß. Watch a tutorial here. Oh Gott. Das mache ich jetzt nicht. Da muss man auch noch Wasser mit zumixen und. Und dann soll am Ende so ein komischer, runder Fluffball dabei rauskommen. Oh Gott. Das klingt... Moment, hier hinten ist glaube ich auch noch mal so ein bisschen japanische Anleitung. Das klingt auf jeden Fall extrem lustig. Okay, das lasse ich zu. Das ist mir zu... was bist du denn? Oh. Es sieht... Merry Christmas. Reis? Ne, da steht glaube ich auch Merry Christmas, ne? Merry Christmas, aber total schief geschrieben, dass keine Sauce entziffern kann. Merry Christmas! Fugashi Christmas. Okay, eine weitere zuckerhaltige Weihnachtssüßigkeit. Ach so, das. Also, das auf dem. Was da also in Schriftzeichen steht, bedeutet. Merry. Kurisumasu. Das bedeutet Merry Christmas in Japan. Japanisch. Happy Christmas! Gott, mache ich das auf? Ich weiß in keinster Art und Weise, was da drin ist. Nein, ich lasse es zu. Ich habe Angst. Das Ding lasse ich auf jeden Fall zu. Das ist dieses Rahmen-Dingens-Bummens da. Das ist, wo ich letztes Mal schon die Krise gekriegt habe. Die esse ich auf gar keinen Fall. Es tut mir sehr leid. Oder ist es dieses Omaibu? Moment, ich muss mal gucken. Ja, das ist dieses Omaibu Christmas. Und da, dieses Omaibu hatte ich letztes Mal mit Curry. Oh Gott, da hinten gibt es sogar was zu trinken. Was ist das denn? Gott, warum kriege ich hier so viel Dragon Ball Krams heute? Super Dragon Ball Hero Snack 3 Curry. Curry lasse ich schon mal. Oh, ich habe da doch einen Abnehmer für. Das lege ich schon mal gleich mal zur Seite. Ich weiß, ich probiere heute nicht so viel, aber es liegt auch daran, ich habe zurzeit echt einfach so viel durcheinander. Ich meine, ihr kennt das ja so mit Weihnachten und hier Kekse und da dies und da jenes. Das sieht wieder sehr spannend aus. Ja, der Winter ist da. Ich weiß, es ist kalt, aber in Japan, die japanischen Gourmets haben herausgefunden, diese deliziösen Chips mit Schokolade herausgefunden. Okay, ja, ich probiere es ja schon. Dieses Jahr. Immer wenn ich sowas lese. Muss ich immer an Detective Conan denken. Okay, so sehen sie aus. Wenn man sie offen hat. Ja, das sind Chips eigentlich, ne? Also ich muss ja eins mal sagen, egal wie viel von dem Zeug ich jetzt gerochen habe, ich finde, alles was aus Japan kommt, riecht sehr chemisch. Schmeckt voll. Ist hier auch Bourbon drauf. Ist da Bourbon drin, aber? Das ist auch nochmal. Es schmeckt extrem nach weißer Schokolade, weil es nicht schlecht ist. Davon werde ich meinen Finger auflassen. Es schmeckt eigentlich ganz gut. Das sind Butamen-Chips. Kram-shaped Dagashi, okay.
okay, das sind Chips, die nach Schwein schmecken sollen. Also Schwein. Oh Gott, nee, bitte nicht. Tut mein Magen das nicht an. Was ist das? Ich linse da schon die ganze Zeit drauf. Die Dinger, die kenne ich. Aber nicht so. Wo haben wir denn eine Erklärung zu? Wo bist du? Ich weiß, dass du hier irgendwo drin bist. Hallo? Hier wird alles erklärt. Da ist das Getränk. Das. Da! Tongari-Korn. Butter-Shoyu. Okay, das ist also auch ein Chips. Und sie sind so geformt, dass man die Finger reinstecken kann. Die gibt es bei uns auch. Diese Dinger. Die heißen nur anders. Okay. Wie soll eine kleine. Oh, guck mal! Das kannst du auf Weihnachtspakete kleben. Ist das nicht süß? Die sollen nach Butter schmecken. Butterkorn. Ich will sie jetzt nicht alles aufmachen. Nein, ich leg's zur Seite. Ich weiß, ich esse heute nicht sehr viel, aber wie gesagt. Was ist das denn? Kalpissoda. Moment, da habe ich mir vorhin was Dickes zugelesen. Hier gibt es eine ganze Seite zu. Wenn du japanische Produkte magst, hast du vielleicht schon von Kalpis gehört. In Japan ist das klassisch, dass es da süße oder alkoholische Getränke gibt in der Bar. Blablabla. Es wurde 1990 erfunden. Am Anfang war es ein Konzentrat von Milchpuder und irgendwas mit Laktat. Ähnlich wie Joghurt. Du musstest es mit Wasser mischen und trinken. Dieses Konzentrat konnte man für lange Zeit, es war sehr haltbar und deswegen war es sehr populär während der Kriege. Seit 1973 kann man es halt ready to drink, also so in flüssiger Form, unter dem Namen Kalpis Water und Kalpis Soda finden. Ähnlich so wie in unserer Box. Es wird oft während des Sommers konsumiert, wenn es sehr heiß ist, aber sie haben eine exklusive Winteredition herausgebracht. Fuyu no Koime, was bedeutet Intense Winter Taste. Intensiver Wintergeschmack. Es ist ein Genuss für deinen Geschmack. Wir mussten es teilen mit dieser wunderschönen Winterverpackung und diesem intensiven Geschmack nach Weihnachten. Okay, das ist doch nach Weihnachten, das kriegen wir irgendwie überhaupt nicht. Ich mach das mir jetzt mal auf. Das probiere ich jetzt. Okay. Sieht aus wie Milch. Riecht nach Orange? Die riecht voll nach Weihnachten tatsächlich. Also, ihr habt es ja gesehen, es ist sehr. Es ist weiß. Das sieht ein bisschen aus wie Sperma. Oh, ich kann gar nicht sagen, wonach das schmeckt, aber es schmeckt extrem gut. Also, diese Box ist wieder sehr lecker. Mach ich. Das Zeug ist echt gut. Da lasse ich auch die Finger von. Das ist wirklich so was Zeug. Ich glaube, das muss man tatsächlich. Kann man das so essen? Ja, kann man. Habe ich nicht gedacht. Weil ich das weiß. Da. Das Männchen zeigt es an. Schmeiße ich hier noch das Getränk um. Und das ist grün. Da trage ich mir. Das ist mit Wasabi. Da traue ich mich auch nicht ran. Wasabi ist mir ein bisschen zu scharf. Das muss ich nicht haben. Kein Wasabi, bitte. Wasabi-Nori. Es wird aus Fisch gemacht, Sojasauce und Wasabi-Geschmack. Der Geschmack ist sehr überraschend, aber nicht zu scharf. Nein. Oh Gott, nein. Nicht was. Also ihr seht, die Umi-Box hat unglaublich viel sehr leckere Sachen. Die für Januar ist schon bezahlt. Die kriege ich auf jeden Fall auch noch. Aber ich glaube, dann werde ich mit der Umi-Box doch aufhören, weil dafür ist es einfach zu schade, weil ich davon dann doch zu viel fürchte ich nicht essen werde. Diese Weihnachtsbox, die war jetzt nochmal, ihr könnt euch das nochmal angucken, die war nochmal wirklich sehr, sehr spannend. Aber ich fürchte, so auf die Dauer ist es halt einfach nichts. Deswegen werde ich die wohl abbestellen. Die Nihon-Box werde ich auf jeden Fall behalten, die ist total cool.
Ich stehe immer noch voll auf dieses Kirby-Plüschi. Aber mit der U-Mailbox, da gibt es im Januar noch eine und ich glaube, den Rest werde ich dann jetzt erstmal abbestellen. Wir sehen uns bei der nächsten Box. Bis dahin. Bye, bye.